Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberalerin. Es kommen News, News, mega geile, richtig geile News. Ich bin hier schon wieder angelaufen. Also, was ist denn da jetzt los? Sensi versucht ja auch uns Berater immer tatkräftig zu unterstützen, wie wir mit unserem Geschäft umgehen können. Deswegen sind ja momentan immer diese Kombi-Angebote mit dabei. Aber diese Schnäppchen diesmal sind wirklich da. Also ich habe das gelesen, ich habe mir echt gedacht, Moment, das ist echt ein Schreibfehler. Warum läuft jetzt meine Brille ständig an? Ja, das hätte ich mir jetzt eigentlich schenken können. Das zumindest so. Seht ihr das? Die ist angelaufen. Warum ist die angelaufen? Es nervt mich gerade dezent ein bisschen. Ja, ich bin hier überhaupt heute schon wieder echt extrem genervt. Also, wir und der eine, der das sehen kann. Aber wir fangen erst mit dem anderen an. Es gibt ein mega, mega Special. Also dieses Special, da haut es euch um. Und zwar ab am Montag den 22. Ich hatte jetzt echt hier voll den Blackout. Also, am Montag, den 22. August, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, wird kommen. Also, auf meiner Seite wird es geben unsere lizenzierten Duftventilatoren mit Doppelpack. Also, sprich. Ich habe leider keinen lizenzierten, aber ich zeige sie euch gleich. Und zwar für je 24 Euro. Also, jetzt mal echt, also mal jetzt ohne Scheiß. Also normalerweise kosten jetzt unsere Ventilatoren 50 Euro und ein Doppelpack Pots, also diese hier, 17 Euro. Also normalerweise 67 Euro. Am Montag bekommt ihr die für 24. Moment, stopp. Und die Disney, sind doch, sind die nicht eigentlich auch noch teurer? Wegen eben dem lizenzierten. Nee. Ach, dann sind es die anderen. Okay. Also, wir haben zum einen den Spider-Man für 24 Euro. Die Princess mit dem Doppelpack Disney Princess True Love Awaits.
Dann die Tiana Mulan Rapunzel mit True Love Awaits. Den Mini mit dem Mickey Mouse and Friends, Sensi Pots. Und die Mini. Ja, also das ist wirklich das erste Hammerangebot. Also für 24 Euro, Leute, da kann man echt nicht meckern. Da kann man wirklich nicht meckern. Aber auf was ich mich riesig freue, und deswegen wird es hier jetzt also ein bisschen ausarten, weil ich habe alles aus dem Büro rausgeräumt. Also man sieht hier, es ist eine Riesentasche, weil also das müsst ihr gesehen haben. Und mir fehlt eben von Nightmare Before Christmas gibt es auch mega Angebote. Also ich habe wirklich auch gedacht, oh, Haar geflogen. Ich habe echt gedacht, die haben sich wirklich verschrieben. Aber nein, haben sie nicht. Ich bin natürlich etwas traurig, weil ich habe natürlich nicht diese Preise bezahlt. Aber naja, ich liebe ja meinen Check. Habe ich den hier? Ja. Hier, da kommt jetzt noch der Zero, kommt da jetzt noch mit hin. Aber wir fangen an, auch am Montag. Und da wiederum wird es eine Warteschleife geben. Deswegen da kurz vor 8 am besten schon mit seinen Daten auf meiner Seite www.blackheaven.sensi.de einloggen. Dann geht das alles schneller zum Schluss. Gott, ich bin in Love, weil mir fehlt wirklich nur noch diese Lampe. Und zwar ist das Oogie Boogies Casino. Und da ist ein Bar mit dabei, der Nightmare Before Christmas. Seid mir nicht böse, aber ich glaube. Nee. Doch. Ach. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bin gut vorbereitet. Aber naja, gut. Bin ich es halt mal wieder nicht. Wo ist er? Der Check. Der ist ja in meinem Sensi Club. Hier haben wir den Jack's Obsession. Riecht Apfel, Zimt, Gewürznelke. Also jetzt genau das Geile für dieses Schittewetter da draußen. Oh, ich glaube, den werde ich am Wochenende wieder hier überall reinknallen. Und mir fehlt eben nur noch diese Duftlampe, weil ich sag ganz ehrlich, die war mir, wo sie regulär rausgekommen ist, die war mir ehrlich gesagt zu teuer. Ich glaube, die hatte 113 Euro gekostet. Wenn ich jetzt dran denke, hier zum Beispiel, mit dieser Lampe fing alles an. Die große Nightmare Before Christmas Lampe. Die schmeißt, wenn sie an ist, den Zero hinten an die Wand. Und hier hat sie The Pumpkin King drauf. Also mit dieser Lampe nahm quasi das Drama seinen Lauf. Nein, ich habe Nightmare Before Christmas, mag ich schon seit jeher. Und diese Lampe zum Beispiel hatte nur 92 gekostet. Und ja, ich dachte mir, nee, war mir ehrlich gesagt zu teuer. Deswegen werde ich jetzt selber zuschlagen.
Weil es gibt die Lampe und den Bar Nightmare Before Christmas für 50 Euro. Huh. Ist schon eine Hausnummer. Ja, also brauche ich definitiv. Dann wird es geben. Ich habe es ja da vorhin gesehen. Hier. Die kleine Badewanne mit dem Lock, Shock und Barrel. Das sind ja diese drei Chaoten, die immer mit dieser Badewanne da. Dazu, also ich muss ja wirklich dazu sagen, also es passt. Ich dachte es mir. Irgendwas läuft da gerade schief. So. Ist ein schwarzes Unterteil dabei. Die wird kosten 17 Euro. Also ich zeige es euch hier nochmal aus der Nähe. Man sieht, die ist noch unbenutzt. Die ist echt noch unbenutzt. Ja, wartet alles jetzt nur drauf, zur Herbstzeit rausgeholt zu werden. Dann die kleine Jack. Hat auch ein schwarzes Unterteil. Ich finde, es schaut so geil aus. Und die wiederum passt. Also ich habe jetzt hier nur ein Unterteil für Glas, aber vom Prinzip her ist es ja jetzt wurscht. Die passt zum Beispiel auf ein Unterteil, weil die habe ich immer ganz gern, weil ich habe immer meine große und die kleine daneben und die kleine habe ich immer auf dem Tischunterteil stehen. Schaut eigentlich viel besser aus. Gefällt mir viel besser wie in der Steckdose. Die Badewanne allerdings, die passt nicht auf ein Tisch. Teil. Also wegen den Füßchen hier passt die nur auf die Steckdose. Aber die Badewanne für die Steckdose schaut eigentlich richtig geil aus. Auch für 17 Euro. Dann haben wir die Bars, der Bars, der Bars, die Bars. Also der, es gibt ja drei. Es gibt den Jack's Obsession. Dann kam ja der Halloween Town und dann kam ja noch der Roll of the Dice. Also das ist jetzt hier der Sandpack. Also die Bars kosten wie gehabt 9,25 Euro. Die Sandpacks wie gehabt 10,75 Euro. Und das war ja noch nicht alles. Also ja, wir fangen an. Der Oogie Boogie Buddy. Ich finde den so geil. Oh Gott, ich will gar nicht dran denken, was ich für den bezahlt habe. Also hier haben wir den Oogie Boogie. Schönes, hässliches Grün. Der hat hier an der Seite den Reißverschluss, wo ihr den Sandpack reintun könnt. Und da seht ihr das Muster hier drin. Also, beziehungsweise, ja doch, der hat lauter so Würmer und Käfer, weil der besteht ja nur aus Würmern und Käfern. Den mit diesem Sandpack Roll of the Dice für unfassbare 28 Euro. Das ist. Ohne Scheiß. Also, nein. Also, wenn ich dran denke, was ich für den Sack hier bezahlt habe. Ja, aber so ist das nun mal. Aber ich bekomme jetzt wenigstens, ist jetzt meine dritte Chance für diese Duftlampe. Also, beim ersten Mal kam sie regulär raus.
war sie mir zu teuer. Dann war sie das zweite Mal, glaube ich, in der Schatztruhe mal drin oder in einem Sale. Da war die aber jetzt auch nicht so günstig. Da hatte ich mir nämlich dann die Badewanne gekauft. Und das ist jetzt meine dritte Chance. Und also für 50 Euro, wenn ich da jetzt nicht zuschlag, dann höre ich mich geprügelt, weil ich glaube, das war's dann mit diesem Casino. So, als nächstes haben wir natürlich den Jack. Der Jack mit seiner Liebe zur Sally. Hier ist er. Man beachte vor allem die Schüchen. Kunstleder. Mega geil. Den Check wird's geben. Mit einem Jack's Obsession Sandpack. Auch für 28 Euro. Ist der Knaller. Echt mega, mega, mega. Das ist ungefähr fast die Hälfte von dem, das ist die Hälfte von dem, was ich gezahlt habe. Weitaus weniger. Mehr wie die Hälfte. Dann natürlich seine Freundin, die Sally. Die ist, ich darf jetzt den Sally nicht so laut sagen, weil eine unserer 5 Katzen heißt nämlich auch Sally. Sonst kommt die jetzt wahrscheinlich jedes Mal angerannt. Hier ist sie. Mit ihrem Kleidchen. Mit ihrem selber zusammengeschusterten. Bei der Sally habt ihr den Sandpack dabei, Halloween Town. Auch für 28 Euro. Und jetzt kommt mein kleiner Liebling. Ich musste die jetzt alle nur einpacken, da ja mein Kind oben in meinem Büro gewütet hat und regelmäßig meine Check-Sachen umgeschmissen hat. Deswegen. Hier ist er, der Geist. Und schaut mal. Nee, sieht man jetzt gerade nicht. Muss ich mal schnell ausmachen. Die Nase leuchtet. Ich finde den so knuffig. Der Geist Zero. Schneeweiß. Der kommt auch mit Jack's Obsession. Auch für 28 Euro. Das ist immer schwierig, wie man den da reinsetzt. So, genau, also alle Buddies mit jeweiligen Sandpack für 28 Euro, die zwei hier jeweils 17 Euro und die Oogie Boogie Casino Duftlampe für 50 Euro mit einem Bar dazu. Ja, also die Jack-Sachen sind am Montag zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr. Erfahrungsgemäß, wie immer, kurz vor 8 Uhr geht
Der Warteraum, kommt ihr in den Warteraum, dann werdet ihr nach einer gewissen Zeit, dann meistens so um 7:45, 20:08, in die Warteschleife geschmissen. Dann seht ihr, wie lange es noch dauert. Und dann müsst ihr schnell sein, weil ich denke, diese Sachen werden jetzt sehr, sehr schnell ausverkauft sein. Und die Duftventilatoren sind auch am Montag zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr, aber bei denen gibt es keine Warteschleife. Habe ich das jetzt richtig? Ja. So, das war's mit meinen Mega-Neuigkeiten. Ich packe jetzt hier wieder ein bisschen zusammen, weil ist ja hier unser Esstisch, wo ich mich hier da gerade phänomenal ausbreite. Und ja. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Freue ich mich riesig. Ihr dürft mich auch gerne weiterempfehlen, wenn ihr denn das möchtet. Ihr dürft am Montag auch auf meiner Seite dann shoppen wie die Geisteskranken. Ich werde es tun, weil ich muss ja schließlich hier meine Checksammlung komplett machen, ja? Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Freitagabend und wir sehen uns dann spätestens am Sonntag wieder mit Was habe ich die letzten Tage erwärmt? Und ja, in diesem Sinne, macht's gut.